Hi. Hi. Hallo. Die Tür? Oh. Ja, der vierte Mann hier, der die normalerweise immer zumacht. Genau. Ja, da bin ich so. Alles ganz langsam, mein Schiff ist nicht so schnell. Wunderbar, Tina Gelter, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ihr habt gewonnen. Wie ist es für euch gelaufen? Das erste Spiel habt ihr verloren gehabt. Wie kam es? Dann habt ihr euch ja jetzt so gut nochmal aufgerafft. Ja, das erste Spiel haben wir auch nur nach Kills verloren. Mhm. Das heißt, wir sind halt einfach öfters gestorben, gegen Planeten geflogen oder sonst was. Aber Punkte haben wir genauso viel gemacht wie die Gegner. Das lief dann im zweiten Spiel wesentlich besser. Im dritten Spiel war es auch noch in Ordnung, aber wir wollten die Gegner echt demütigen. Ach, so ein bisschen. Ihr habt ja letztes Jahr auch schon gewonnen gehabt. Du hast mitgespielt gehabt? Ja, ich war letztes Jahr im Team Magenta. Aber auch im Team Magenta? Natürlich, deswegen dieses Jahr natürlich auch im Team Magenta. Und da war es ja auch schon so, dass das erste Spiel einfach nicht so unseres war. Und danach haben wir die Gegner platt gemacht. Sie haben nicht mal Lust auf eine dritte Runde gehabt. Oh, Schuss. Okay. Und nein, da war es nicht Lust auf eine vierte Runde, weil wir eben drei Teams waren. Ja. Ah, ja. Alles klar. Dann halt hier so die Tradition ein. Ja. Team Magenta wird gewinnen. Natürlich. Wunderbar. Ja. Genau. Ja, im Prinzip machst du jetzt gerade das nach, was unsere Schiffe auch manchmal haben. Ein kleiner. Genau. Ansonsten hat es euch Spaß gemacht. An für sich. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Seit heute auf jeden Fall. Weil du ja gewonnen hast. Ja, stimmt, das kannst du ja heute mitspielen. Ja, das war. Ich habe ja auch viel später angefangen. Also im Endeffekt konnte ich ja erst am Donnerstagmorgen eigentlich wirklich anfangen mit Programmieren für den Bot. Dafür waren zwar davor ein paar Vorbereitungen schon getroffen, aber naja, das Geschäft ruft halt und geht vor. Ist euch leicht gefallen gegen die Atom? Also dank ihm ja. Sag mal, Statistik ist echt gut gelungen, eben die Gegner immer im Blick zu halten und eben aufzuhalten, wenn sie von der Seite kamen. Mhm. Und das ist auch eine riesige Map immer. Na, ich kann die ganze Map aufzeichnen und dadurch habe ich eben schon einen Überblick, in welche Richtung jetzt was nochmal ist. Und das hilft schon ziemlich im Vergleich zu den anderen, wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt sieht. Ja, logisch. Aber um einfach fair zu bleiben, beim ersten Spiel waren wir noch recht ausgeglichen. Die anderen haben ja auch noch funktionierende Schiffe gehabt. Mhm. Bei den zwei darauffolgenden Matches war es dann so, dass wir zwar anfänglich dann auch wieder ein paar Startschwierigkeiten hatten, oder ich zumindest, aber naja, die anderen halt in den Pausen ihre Schiffe kaputt gemacht haben. Also es wäre echt spannend gewesen, wenn jeder sein Schiff einfach optimieren hätte können in den Pausen, dann wäre es vielleicht wieder ganz anders ausgegangen. Man muss einfach fairerweise auch sagen, Danny hatte wirklich eigentlich ganz gute Schiffe, aber halt einfach keine Chance gegen eine Position allein direkt an der Sonne mit der Hälfte an Energie wahrscheinlich anfliegen. Und das geht einfach nicht. Also schwierig. Okay. Es wäre interessant gewesen, wenn alle vom anderen Team einsatzbereit gewesen wären, was dann passiert wäre. Ja. Dennoch, ihr habt es geschafft. Gewinnerteam, endlich vorbei. Leider vorbei, würde ich wohl eher sagen. Leider vorbei, ja. Gut. Ja, jetzt ist gerade. Alles klar, dann bedanke ich mich erstmal. Macht gerne das nächste Mal wieder mit. Definitiv. Es lohnt sich ja scheinbar auch, das öfters irgendwie mitzumachen. Baut sich immer weiter aus. Viel Glück das nächste Mal, wenn ihr dabei seid. Ich weiß nicht, wer alles mitmacht bei euch. Ups. Das hängt von meinem Chef ab. Natürlich, Arbeit ist dann immer was eventuell dazwischen steht, aber sonst gerne. Wenn es eben klappt. Wunderbar, super. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.